Liebe Freunde auf YouTube, wir sind hier gerade in Karlsruhe auf dem Schlossplatz. Da hinten ist die große Bühne des Verfassungsfestes. Ich hatte hier vorhin einen kleinen Auftritt, da bekommt ihr jetzt mal ein paar Bilder zu sehen und danach ein super spannendes Interview mit Dr. Frank Bräutigam, dem ARD-Rechtsexperten. Also viel Spaß im Video. Ich wollte immer Jura studieren, auch gegen den erklärten Willen meines Vaters. Mein Vater hat gesagt, nee, du lernst was Anständiges, du machst eine Ausbildung. Ich habe gesagt, Papa, bitte, ich möchte Jura studieren. Du machst eine Ausbildung. Papa, bitte. Ja, irgendwann hatte ich ihn so weit, hat er gesagt, gut, dann studier Jura, aber dann finanzierst du dich ab sofort selbst. Ja, ich war damals 4 Jahre alt. Es war eine harte Zeit. Aber ich wollte es unbedingt. Und heute bin ich sehr, sehr froh und dankbar drüber. Und ich stelle fest, ja, so Juristen und vor allem Anwälte sind schon so ein ganz spezielles Metier. Sie sind tendenziell eher unsympathisch. Ich habe es heute Morgen auch nochmal gegoogelt, die Suchbegriffe Anwalt und sympathisch. Ja, Google sucht immer noch. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Egal ob Megaspießer oder YouTube-Kasper, du kannst tun und lassen, was auch immer du willst. 2111 für dir das Recht, wenn du auch einfach nur chillst. Die Freiheit geht stets, doch die Schranke schränkt ein. Die Schranke beschränkt, das zu verstehen. Musst du Volljurist sein, garantiert ist nur eins, das ist der Wesensgehalt. Doch gilt das Grundrecht immer für jeden und egal wie alt. Ehegattenskritte gilt nicht nur in der Ehe, sondern auch, wenn er sagt, dass er auf Männer stehe. Oder wenn sie sagt, sie möchte Elternzeit, hat kein Mann, keine Frau, das Kind noch nicht bereit. GZ macht wohl Sinn, auch wenn wir es nicht verstehen. Wir müssen zahlen, auch wenn wir gar kein Fernsehen sehen. Das ist egal, blechen muss jeder Haushalt. ARD, ZDF, Meinungsvielfalt. Summen Sie gern mit. Für Recht und Demokratie ist sein. Egal ob Mensch oder Vieh, unser Gegeben. Vor dem Gesetz sind wir gleich. Sind Unterschiede ziemlich gleich. Nein. Heute eine sensationelle, ganz spontane neue Ausgabe von Dominik trifft. Wir sind hier gerade in Karlsruhe und neben mir sitzt der Rechtsexperte der ARD, Dr. Frank Bräutigam. Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich kurz die Zeit nehmen für ein kleines Interview. Mein Motto ist immer, mit Jura kann man alles machen. Ich sag, man kann als Anwalt arbeiten, man kann auch irgendwie auf der Bühne Quatsch machen, man kann bei YouTube Quatsch machen, aber man kann offensichtlich auch sich vor die Kamera wagen. Und genau das machen Sie. Wir behandeln für die ARD, für den SWR genauer gesagt, rechtliche Themen. Wie kommt man dahin, wo Sie jetzt sind? Na, ich wollte schon immer Journalist werden, so als Jugendlicher, das fand ich spannend. Und habe dann überlegt, was könnte man studieren, habe Jura probiert und bin dabei hängen geblieben. Ja. Und habe dann nebenher direkt im ersten Semesterferien ein Praktikum bei der Lokalzeitung gemacht. Okay. Da, wo ich herkomme, in Aachen und dann beim Studium in Freiburg, da habe ich studiert, nebenher bei der Badischen Zeitung gearbeitet. Und da ging das dann ganz schnell, was studierst du, Jura? Ja, geh doch mal zu dem Strafprozess da. Dann kam ich relativ schnell da in die Lokalzeitung im Gerichtssaal, wollte auch sonst keiner machen und habe dann meine ersten Artikel geschrieben. Ich fand und merkte, dass mir das Spaß macht. Einen Einstieg suchen, strukturieren, aber auch eine begrenzte Zeitplan zu haben. Und das habe ich dann weiterverfolgt. Nach dem ersten Examen habe ich ein Praktikum gemacht im ZDF-Studio Brüssel. Da habe ich auch in Europa kennengelernt, aber auch Fernsehen. Und dann habe ich Referendariatstationen gemacht. Einmal hier in Karlsruhe bei Karl-Dieter Möller, ist mein Vorgänger letztlich, war bei dem Referendar und auch beim ZDF noch. Also ich habe immer versucht, Jura mit dem Journalismus zu verbinden. Und dass man dann am Ende in so einen Job jetzt kommt, das hat dann auch viel mit Zufällen und ganz vielen Sachen zu tun, dass es da nicht so planbar. Aber Journalist wollte ich schon mal. Also Journalist, der Wunsch, Journalist zu werden, war vorher da und dann so ein bisschen die Erkenntnis, man kann beides gut. Genau, ich bin auch Journalist und mit juristischem Hintergrund. Okay. Weil ich werde manchmal gefragt, sind Sie eigentlich Jurist oder Journalist? Sind Sie zugelassen als Anwalt? Das jetzt nicht, war ich mal, das habe ich aber wieder zurückgegeben, weil ich keine Zeit habe, das sei auch nicht zu erhalten. Ja. Also wir sind hier in Karlsruhe stationiert, Hier gibt es ein SWR-Studio und wir sind ein Team von 10 Volljuristen. Also das ist kein Ein-Mann-Betrieb. Das heißt, für den Nachwuchs hier kann man sich direkt... Genau.
und wir bilden aus. Wir haben immer zwei Plätze für Rechtsreferendare oder Praktikantinnen und Praktikanten, weil ich auch davon profitiert habe. Ich war sehr oft Praktikant, ich war hier Referendar. Ja. Dann wollen wir auch ein bisschen was zurückgeben und profitieren auch selber davon. Ja. Die jungen Kolleginnen und Kollegen, die da kommen, die sind inzwischen auch 20 Jahre jünger als ich. Und da kann ich auch eine Menge inhaltlich, aber auch vom Medienverhalten erlernen. Wie bringt man Recht halt dort einfach 20 rüber? Ja. Das ist ja auch für uns als Öffentlich-Rechtliche genau die Herausforderung. Es gucken zwar immer noch 10 Millionen Leute die Tagesschau abends um 8. Wir dürfen uns aber nicht darauf verlassen, dass das Aufnahme so ist. Und wie sind Ihre offizielle Berufsbezeichnung? Also jetzt in der Also ich bin Redaktionsleiter der ARD-Rechtsredaktion. Okay. Und es gibt dann immer noch so ein paar Experten in der ARD und meiner lautet dann ARD-Rechtsexperte. Das ist dann, okay. Genau, das ist so der quasi das steht da so drunter, das ist so irgendwie, es gibt so einen Jörg Schönborn, war so der Wahlexperte und es gibt so Terrorismus-Experten, die ganz viel über dieses Thema wissen. Und bei mir ist es halt das. Und ja, wir sind hier vor Ort, das ist das Schöne. Wir können mit dem Fahrrad zum Verfassungsgericht, zum BGH fahren und zur Bundesanwaltschaft. Nehmen dann aber die Kamerateams mit und müssen eben jeden Tag überlegen, wie bringt man Jura so rüber, auch im Bild rüber. Und der Zeitungskollege hat ja seinen Text, das ist genauso anspruchsvoll, aber der ist dann fertig. Wir müssen immer noch überlegen, wie bebilde ich das? Ich kann ja nicht zwei Minuten rote Rufen zeigen, die kein Mensch sehen. Ja, das Bild kennt man. Ich muss gucken, kriege ich die Originalfälle? Also Jura kann man ja am besten an Menschen erzählen, ist eine Banalität, aber hat man fertig. Wenn der abgezockte Bankkunde bei mir mitmacht, dann kann ich damit den Tagesschaubeitrag eröffnen. Oder wenn der Mensch neulich bei der Verhandlung zur Sterbehilfe hier, der sagt, dieser Paragraph 217a, der beschränkt mich in meinen Grundrechten, ich möchte irgendwann mal, brauche ich Hilfe, ich kann nicht mehr. Und der ist für uns vor die Kamera gegangen. Das ist dann der Einstieg in meinen Tagesschaubericht schon gesichert. Und dann machen wir O-Töne mit Verfahrensbeteiligten, wir machen öfters auch Grafiken, Männchen, Pfeil von links nach rechts, im Familienrecht. Und so hangeln wir uns von Bild zu Bild und versuchen eben das Recht auch optisch umzusetzen. Und wie ist so der Kontakt, wenn Sie sagen, Sie sind in Karlsruhe und Sie haben mit dem Verfassungsgericht zu tun, mit dem BGH, mit der Bundesanwaltschaft. Wie ist da der Kontakt? Haben Sie direkt auch unmittelbaren Kontakt zu Richtern und Richterinnen? Oder läuft das über die Presseabteilung? Also wir haben viel Kontakt zu den Pressestellen, das auch telefonisch sehr häufig. Und wir treffen auch immer mal wieder die Richterinnen und Richter bei einem Vortrag oder am Rande von einem Jahrespressegespräch. Also der Kontakt ist da. Der ist aber nicht so intensiv wie im politischen Berlin, weil Richterinnen und Richter sind tendenziell ja eher zurückhaltend. Ja. Das ist aber auch für uns so ein bisschen so eine Aufgabe, denen so ein bisschen Druck zu machen und sagen, Mensch, ihr müsst euch mehr öffnen, denn die sprechen im Namen des Volkes und dann müssen die auch ein bisschen dafür sorgen, dass das Volk das mitkriegt. Und das ist so gerade so eine leichte Tendenz zu spüren, dass das manche zumindest auch verstehen. Also wir haben jetzt gerade im ersten Programm zum Verfassungsgeburtstag eine Sondersendung gemacht, die hieß im Namen des Volkes. Da hat der Voskuhle 75 Minuten Bürgerfragen beantwortet. Also wirklich Bürgerfragen in obersten Richter. Das war ein mega Experiment für uns. Und für ihn wahrscheinlich. Und für ihn. Der hatte, glaube ich, lange darüber nachgedacht, ob er zusagt, hat es gemacht. Und es ist erstaunlich, die Rückmeldung, nicht repräsentativ, aber auch hier auf dem Verfassungsfest, wo wir gerade sind, kamen allein heute schon 20 Leute auf mich zu und sagten, das war ja mal spannend, das war anders. Der konnte mal ausreden, der wurde nicht ständig unterbrochen. Dann aber schon, wenn es wichtig war, haben sie noch mal ein bisschen was erklärt. Und das war so ein Experiment. Wird man nicht jede Woche machen können, aber wir haben mal was probiert und kann man sich in der Mediathek auch anschauen. Also interessiert mich auch, was junge Juristen darüber denken. Das werden wir verlinken unter dem Video auf jeden Fall. Ich finde es super spannend und was ich mich auch frage, gerade weil Sie sagen, es geht darum, Sachverhalte den Menschen näher zu bringen im Namen des Volkes. Jetzt sind gerade Verfassungsgerichts- und Bundesgerichtshofrichter, die sind ja altersmäßig einfach schon ein bisschen länger dabei. Wenn Sie sagen, Sie haben jüngere Kollegen auch in der Redaktion, was ist so das Thema Social Media beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ist das irgendwie Thema? Das ist Thema, es ist aber so Trial and Error, würde ich sagen. Also wir versuchen ganz viel da auch zu sein, haben auch einen eigenen Facebook-Auftritt, ARD-Rechtsredaktion, das klappt ganz gut. Haben uns auch schon mal auf YouTube versucht, aber das hat dann auch nicht so gut geklappt. Also, das können wir ändern. Ab jetzt ist der Startschuss. Absolut. Twitter funktioniert ganz gut, das ist ein schönes Medium, um zu kommunizieren, aber auch so ein bisschen zu zeigen, wir sind hier vor Ort. Also ich habe vorhin ein Foto von diesem Mega-Auftritt des Maxim Gorki Theaters auf dem Balkon des Verfassungsgerichts. Die haben da die Grundrechte proklamiert.
Und die Leute unten haben wie gebannt zugeschaut. Mhm. Das war also Bürgergericht par excellence. Also da ein Foto getwittert, das geht dann schön rum. Und da, wir wollen das auch verstärken, aber da sind wir echt noch auf der Suche, muss ich ganz offen sagen. Ist vielleicht auch, ist natürlich auch eine andere Verantwortung als jetzt jemand, der vom privaten Rundfunk oder so kommt. Aber es gibt ein spannendes Projekt. Bei Instagram sind Sie da unterwegs, zufälligerweise? Da selber nicht, nee. Okay. Nee, aber erzähl mir gerne. Aber nee, was ich, es gibt ein Projekt vom Bayerischen Rundfunk, das nennt sich die News WG, wird also finanziert vom Bayerischen Rundfunk. Das sind so gefühlt eine Handvoll junger Leute, die politische Themen, nicht so sehr Rechtsthemen, auch Rechtsthemen, Grundgesetz, Geburtstag haben sie jetzt auch aufgenommen, in Instagram-Sprache übersetzen, mit Stories und in Beiträgen machen. Und es ist halt so, weil man da viel Zeit damit verbringt. Ich verbringe bei Instagram mittlerweile mehr Zeit als vom Fernseher, ehrlicherweise. Aber da kommt man so, kann man das so in den Alltag mit so reingeschoben irgendwie. Und sehr gut gemacht, sehr professionell gemacht. Und wäre, glaube ich, auch nur so als Inspiration. Wir sind sehr viel auf tagesschau.de unterwegs. Ja, also klassisch Internet, aber das ist für uns, weil die Fernsehbeiträge ja doch relativ kurz sind. Ja. Was glauben Sie, wie lang ist so ein klassischer Tagesschau-Beitrag, den man so abends um 8, 7, 40 Sekunden? Ja, 90, also 1 Minute 30, also die Bilder, man hört mich ja erst so im Off sprechen und am Ende sieht man einen vielleicht nochmal, das sind dann so 1 Minute 30. 90 Sekunden. Das ist die, so eine Regelzeit, mal kürzer, mal länger auch. Okay. Aber weil das so kurz ist, machen wir viel für Tagesschau.de, dann auch so ein bisschen Hintergrund, Frage-Antwort-Kataloge und das funktioniert ganz gut. Wir haben auch oft Besuchergruppen von Studierenden, die bei uns ins Studio kommen und sich das angucken, Jura-Studierende. Und da frage ich dann auch mal, wer von Ihnen hat noch einen Fernseher? Und von 25 heben dann vielleicht so 4, 5 die Hand. Ja. Aber viele von denen kennen die Tagesschau. Ja. Ich sage denen dann immer, mir ist egal, wo sie uns gucken, solange sie wissen, dieses blaue Ding und gucken sie es auf dem Handy, Tablet, irgendwo, ist mir egal. Ja. Aber so versuchen wir eben diese, ja doch, diese Marke, Nachrichtenmarke, von der ich auch sehr überzeugt und für die ich auch sehr gerne arbeite, so würde ich sagen. Das macht wirklich Spaß, irgendwie in den Köpfen der Leute zu halten. Super, super spannend. Wir haben hier heute ein bisschen, ich hoffe, der Ton ist halbwegs akzeptabel, weil hier gerade jetzt auf der Bühne. Wir sind hinter der Bühne, wir sind backstage, total cool. Genau, genau. Vielleicht ein Schlusswort an den juristischen Nachwuchs, was Sie heute in Ihrer heutigen Position vielleicht Menschen mit auf den Weg geben würden, die noch am Anfang ihrer juristischen Karriere stehen. Ja, lasst euch nicht abhalten mit Argumenten, das schafft ihr sowieso nicht. Ich habe immer gehört, journalistisch werden, das ist ganz, ganz schwer, da gibt es keine Jobs mehr. Und wenn man sich anstrengt und ganz viele Leute auch fragt, wie kommt man weiter, wie komme ich in den Job, dann kriegt man Antworten. Ich habe nie erlebt, dass ich zurückgewiesen wurde, hey, was willst du eigentlich, sondern ich habe immer ernsthafte Antworten bekommen, wenn ich um Rat gefragt habe. Und ich glaube, da kann man eine ganze Menge schaffen. Mit Jura kann man alles machen. Ich sag's einfach. Super. Herr Dr. Bräutigam, vielen herzlichen Dank für die Zeit für das Interview. Vielen Dank. Ich werde mir gleich alle Beiträge der Tagesschau machen. Alles klar. Die ich noch nicht gekauft habe. Super. Herzlichen Dank. Bis bald. Tschüss aus Karlsruhe. Republik bleibt, wie sie ist. Änderung ist unzulässig.